Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe und Marktanalysen nach der Location Point Methode. Ich freue mich, dass Gilbert Kreuztaler wieder für uns zur Verfügung steht und mit uns das Webinar heute Abend macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Wie immer, bevor wir starten, schauen wir uns den Risikohinweis an. Und bevor ich den hier kurz vorlese bzw. was dazu sage, sage ich noch, wie ich heiße. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt müssen Sie bitte Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. So, dann, lieber Gilbert, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und ja, ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Gut, dann Plattform ist zu sehen. Ist zu sehen. Alles fein. Vielen Dank, Nelson, für die Anmoderation und vielen Dank auch wieder für die Möglichkeit, hier ein Webinar, eine Marktanalyse zu halten. Webinare sind ja sehr oft mit Folien hinterlegt. Ich mache es direkt mit der Trading-Plattform. Möchte natürlich alle sehr herzlich begrüßen hier zum heutigen Webinar oder Marktanalyse, wie gesagt schon, nach der Location Point Methode. Mein Name ist Gilbert Kreuztaler, bin CEO von GinaTrader und CEO von Traders Yard. Ja, und freut mich, dass wieder sehr viele hier im Webinar drinnen sind, um hier mir ein bisschen zu folgen. Macht ja Spaß, ein bisschen Wissen weiterzugeben. Location Point Trading, vielleicht kurz erklärt, wer es noch nicht bis jetzt gesehen hat, noch nichts davon gehört hat. Das ist grundsätzlich eine Analyse, eine Chart-Analyse, die ein bisschen ungewöhnlich ist, die sich danach richtet, wie sich der Markt an bestimmten Punkten im Chart verhält, nachweislich an bestimmten, immer wieder an bestimmten Punkten, auf die ich heute eingehen werde. Ich werde mich aber nicht zu viel mit der Theorie beschäftigen, sondern eher in die Praxis gehen und Ihnen dann anhand der Praxis dann erklären, worauf ich eigentlich achte und was für mich notwendig ist, um hier zumindest einen, wie soll ich sagen, zu sehen, wie der Markt steht überhaupt. Das ist ja sehr oft auch relativ schwierig herauszufinden, wann treffe ich eine Entscheidung, wie treffe ich die Entscheidung, wie schaut der Gesamtmarkt aus, bin ich richtig und so weiter, was ist die Zukunftserwartung dieses Marktes. Und da gibt es natürlich unendlich viele Analysemethoden. Ich habe mir hier eine entwickelt, oder besser gesagt, ich habe sie nicht entwickelt, sondern ich habe sie beobachtet, dass das funktioniert, dass das ganz einfach, dass sich der Markt nach bestimmten Regeln im Markt immer wieder ähnlich verhält, natürlich nicht mit Garantie, aber doch relativ nachvollziehbar. Und das sind genau die Dinge, auf die ich eigentlich kurz eingehen möchte und Ihnen erklären möchte. Wieder ganz kurz die Werkzeuge, die ich verwende, einfach kurz durchzugehen. Schauen wir uns einen 6B im Moment an, oder der jetzt, den ich auch kurz erklären möchte. 6B ist ein Futures. Ich werde nur, um das auch klarzustellen, ich werde jetzt durch einige Märkte durchgehen und Sie haben dann aber auch die Möglichkeit zu fragen, wenn Sie einen Wert analysiert haben möchten aus der Location Point Methode, wie der gerade steht, kann ich natürlich auch mir den einen oder anderen Wert auch dann anschauen, eher am Ende der Präsentation oder des Webinars dann. Gut, okay. Was ist für mich wichtig? Für mich, wir machen Analysen auf End-of-Day-Basis. Grundsätzlich funktioniert dieses System auch intraday, aber auf End of Day ist es natürlich entspannter, das Ganze. Für mich sind interessant ganz einfach immer die drei Charts, die ich habe. Ich muss immer die übergeordnete Zeiteinheit sehen, um in der untergeordneten Zeiteinheit eine Entscheidung treffen zu können. Das heißt, wenn ich eine End of Day-Analyse mache eines bestimmten Wertes, dann ist für mich in erster Linie das Monatschart interessant, danach das Wochenchart und danach das Tageschart. Das heißt, für mich ist immer zuerst einmal die hohe Zeiteinheit interessant, um in der unteren Zeiteinheit dann zu sagen, treffe ich eine Entscheidung oder lasse ich es lieber bleiben. Wie gesagt, das heißt, mindestens drei Zeiteinheiten, funktioniert auch intraday.
in bestimmten Zeiteinheiten, das heißt End of Day, im Monat, in der Woche, im Tag, in der Intraday-Analyse, in der Minute, in 5 Minuten, in 15 Minuten, in 30 Minuten, in einer Stunde und im 4-Stunden-Chart, wenn man 24-Stunden-Märkte vor sich hat. Dort funktioniert das, wie ich das heute erkläre. Das funktioniert nicht auf einen 17-Minuten-Chart oder auf einen 45-Minuten-Chart oder auf einem 3-Minuten-Chart. Da funktioniert es nicht. Das sind ganz genau diese bestimmten Zeiteinheiten, wo ich das beobachtet habe, wo diese Werte oder wo diese Regeln ganz einfach funktionieren. Okay, gut. So, schauen wir uns mal grundsätzlich an, was ist für mich wirklich interessant, worauf schaue ich? Schauen wir uns vielleicht den sechsten Euro-Dollar an. Für mich ist es immer interessant, dass wenn ein Wert in eine bestimmte Richtung geht, dass er an bestimmten Punkten dreht. Und zwar, dass er auf bestimmte Linien hingeht und an diesen bestimmten Linien sich auch mehr oder weniger dann in eine Richtung bewegt. Das ist für mich immer spannend. Das heißt, grundsätzlich, wenn man sich jetzt hier, es muss nicht immer ganz genau die Linie sein. Das heißt, wie Sie sehen, auch diese Linien eingeblendet, auf die ich schaue. Das ist das Bollinger Band. Und zwar grundsätzlich das äußere immer wieder, beziehungsweise das mittlere, das ist ja der SMA 20, das ist für mich entscheidend. Dann gibt es den SMA 8, der ist immer rot eingezeichnet, das heißt die äußere Bollinger Bänder grau, das habe ich immer so im Chart, das mittlere, das Bollinger Band der SMA 20 ist grün, der SMA 8 ist rot und dann habe ich noch den SMA 200, der ist immer orange. Und dann habe ich noch den EMA 130, der ist auch sehr spannend. Und der ist immer in blau, hellblau auf dunklen Charts, der dunkelblau auf hellen Charts dargestellt. Das sind meine Werkzeuge. Dann habe ich noch den sogenannten Climatic Indicator. Den möchte ich auch noch kurz erklären. Für die Leute, die heute neu sind. Ich habe das ja schon vor 2 Wochen angefangen. Der Climatic Distance Indicator funktioniert folgendermaßen. Das ist der SMA 20, ist die mittlere Linie hier. Die ist normalisiert, die ist gerade. Stellt aber den SMA 20 hier als gerade Linie dar. Und das sind die Abweichungen vom SMA 20. Das heißt, wenn man hier diese blaue Linie sich anschaut, so ist das mehr oder weniger der Markt, wie weit er vom SMA 20 entfernt ist. Danach geht diese Theorie oder diese Praxis mehr oder weniger, dass man, dass nicht nur ich behaupte, sondern auch der Markt behauptet, dass der SMA 20 eigentlich eine Mittellinie ist, um den der Markt permanent toggelt, dem permanent hin und her springt und man sich daraufhin überlegen kann, wo bin ich gerade? Bin ich über dem SMA 20? Bin ich unter dem SMA 20? Wo zeigen dann die Kerzen hin? Dieser Climatic Indicator, der zeigt mir an, ob ein Markt Climatic ist, das heißt, ob er überhitzt ist. Und das sieht man sehr schön an dieser Mittellinie und am abweichenden Markt. Das heißt, der Markt ist nicht das High oder das Low hier abgebildet, sondern es ist der Mittelwert der jeweiligen Kerze. Den sieht man hier als Linie. Damit wird das geglättet. Und man sieht hier diese roten Linien, und zwar das ist die durchschnittliche Abweichung des Marktes, hat nichts zu tun mit den äußeren Bollinger Bändern, das ist ja auch eine bestimmte Abweichung, aber das ist hier mehr oder weniger die Abweichung auf eine bestimmte Historie zurückliegend, wo ich ganz einfach sehe, wie sich in der letzten Zeit der Markt entwickelt hat, zu welchen Zeitpunkten der Markt climatic war, wenn außerhalb überhitzt war, zu weit weg vom SMA 20 war, und sich der Markt dann immer wieder an den SMA 20 annähert, wieder rausgeht. Dort bin ich wieder Climatic und man sieht sehr oft in diesen Climatic-Phasen dreht der Markt wieder. Natürlich geht er oft weiter raus. Aber was für mich interessant ist, ist das, dass ich weiß, und da kann man sich sicher sein, der Markt wird sich dann irgendwann mal wieder an den SMA 20 annähern. Wie schnell er das macht, das kommt natürlich darauf an. Aber ich weiß zumindest hier, dass ich in einer überhitzten Phase bin und dass, wenn ich hier Umkehrstäbe bekomme, der Markt doch ein Potenzial hat, hier zumindest zu korrigieren. Dieser
Indikator wurde von mir selbst entwickelt. Und ja, Herr Kempinger, dieser Indikator ist im Machina Trader frei erhältlich. Der ist drinnen als als Climatic Distance. Der ist in den ganz normal in den Indikatoren auswählbar. Okay. Das heißt für mich grundsätzlich, das sind so die Werkzeuge. Und ich fange gleich mal an mit dem 6E, den zu analysieren, wo wir im Moment eigentlich stehen, damit Sie auch sehen, wie ich an den Markt herangehe. Und da fange ich natürlich immer oben an in der übergeordneten Zeiteinheit. Das ist für mich der Monat. So, machen wir dieses Monatschart mal auf. Was zeigt mir das? Natürlich, eine Währung macht nicht wirklich immer große Sprünge, aber doch. Und man sieht hier, der Markt ist, ich nehme hier das Freihandzeichentool, ist rauf, ist runter, geht rauf. Und hier sieht man schon mehr oder weniger, hier haben wir den EMA 130. Das heißt, hier an dieser Stelle ist der Markt auf Monatsbasis auf den EMA 130 gegangen. Wir sind zurückgegangen auf dem SMA 20. Man sieht hier den Widerstand. Man ist hier gegangen auf den SMA 8. Der Markt ist runter hier auf die äußeren Bollinger Bänder. Wir sehen hier wieder, wir bekommen Widerstand am EMA 130. Das shaky Zeugs ist hier auch am EMA 130, aber nicht wirklich hundertprozentig zuordnenbar. Danach ist der Markt jetzt relativ lange aus dieser Phase jetzt hier gefallen und man sieht hier immer wieder, wo er auch am SMA 8 hier angekommen ist und hat aus einem bestimmten Grund, das kann vielleicht sein, sieht man jetzt nicht, hier herunten gedreht. Auf Monatsbasis ist es natürlich immer schwieriger, aber was ich jetzt sehe, jetzt, der Markt hat hier herum gedreht und zwar, ja, wo waren wir hier? Auf der Parität, auf der Euro-Dollar-Parität. Das ist natürlich auch eine fundamentale Marke, wo der Markt dann sich wieder nach oben bewegt hat. Man hat da nicht gewusst, also in dem Zeitpunkt war es schon so vom Euro-Dollar, dass natürlich hier zur Einführung des Euro-Dollars ein Einführungspreis, ich glaube, von 0,85 bestanden hat. Das wäre natürlich irgendwo da herunten gewesen und das ist natürlich auch eine fundamentale Marke, die natürlich der Euro-Dollar hier schon mal auch wieder erreichen kann, wenn es ganz schlecht geht. Aber wie gesagt, hier haben wir ungefähr die Euro-Dollar-Parität erreicht. Das war ungefähr auf einem Euro zurück. Wenn man bedenkt, dass wir schon auf 1,60 waren, ist das mehr oder weniger eine Reduktion von 60%. Der Markt hat hier aber gedreht und man sieht hier wieder, wo der Widerstand gekommen ist, am SMA 20, auf Monatsbasis. Wir reden immer noch auf Monatsbasis. Das heißt, ja, das heißt grundsätzlich hier an diesen Moving Averages passiert ganz einfach etwas. Bekomme ich natürlich gerade den Hinweis, ich kann natürlich noch 5 MAs reinlegen. Ja, aber man wird sehen, dass dieses Spiel hier nachvollziehbar ist und dass das hier auch jetzt nicht eine Story ist, die ich mir gerade so aus den Fingern gezogen habe, sondern langfristig beobachtet habe. Und nach diesen Regeln habe ich auch früher in einem Prop Room lange Zeit gehandelt und eigentlich ist dort das Regelwerk dann wirklich entstanden und auch dann weiterentwickelt worden. Klar, irgendwo auf irgendeinem Moving Average dreht der Markt wieder irgendwo, aber das sind hier ganz einfach Regeln, die sind immer wieder nachvollziehbar. Und das werden wir auch gleich später sehen. Hier Punktlandung auf dem SMA 20. Hier hat man aber mehr oder weniger, der Markt wird negiert. Mir wäre es lieber gewesen, das wäre sauberer gewesen, wenn der Markt hier runtergekommen wäre auf dem SMA 8 und hier dann weitergezogen wäre, dann wäre es nach den Location Point Regeln relativ sauber gelaufen. Ist aber nicht so. Der Markt folgt natürlich nicht jetzt genau diesen Regeln in jedem Fall. Was man jetzt aber sieht, ist, dass diese Umkehrkerze am SMA 20 hier mehr oder weniger ausschaut, negiert zu werden. Okay, gut, das ist mal der Fall. Das heißt, wir sind hier am SMA 20 und es kann natürlich auch sein, dass der Markt hier wieder dreht und weiter nach unten geht. Schauen wir uns einmal das Wochenchart an.
Okay, so jetzt sind wir am Wochenchart. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, sind die Wochenlinien. Und das ist aber spannend jetzt auch, was man hier auch sieht. Das heißt, hier kommt der EMA 130 mit einer starken Umkehrkerze daher. Jetzt muss ich mir das wegschieben da. Ja, so. Dafür gibt es auch das Location Point Bed, wo wir uns jetzt das auch anschauen können. Moment mal. SMA 20. Das heißt, hier clustert sich der EMA 130 mit dem SMA 20. Und wir haben hier eine Umkehrkerze. Wo geht der Markt hin? Auf Wochenbasis. Wir haben hier eine Umkehrkerze am SMA 20 und der Markt hat hier gedreht und geht wieder in diese Richtung. Und das ist jetzt hier genau diese Situation, wo man natürlich jetzt auch erwarten kann, dass auf Wochenbasis im Wochenchart jetzt, wenn der Monats-SMA zu 20 daherkommt und wir natürlich immer wieder auch Reaktionen drauf haben, dass hier natürlich sein kann, dass jetzt hier entweder der Markt nochmal shaky wird, Markt hier vielleicht mal runterzieht noch, hier dann vielleicht drauf geht oder noch einmal zurück auf die SMA 20 kommt und durchgeht oder wirklich hier durchfällt, wenn man hier eine Umkehrkerze in die Short-Richtung bekommt, kann es natürlich auch sein, dass der Markt nach unten weggeht. Wie gesagt, das ist immer eine Sache der Reaktion, wo wir im Moment gerade stehen. Auf Wochenbasis würden wir jetzt die Monatslinie nicht sehen, würden wir sagen eindeutig, okay, wir haben hier eine Umkehrkerze am SMA 20, der Markt hat hier ein Potenzial. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man sich die übergeordneten Zeiteinheiten mit in das Blickfeld nimmt, weil dort sieht man nämlich, was auch wirklich passieren kann, oder? Genau solche Umkehrkerzen. Man wundert sich auch immer wieder, warum dreht plötzlich der Markt? Wenn wir die Linien wegnehmen, hätten wir keine Ahnung, dass hier zum Beispiel auch der SMA 8 bei dieser Kerze hier seine Rolle gespielt hat. Wir sind hier runtergekommen, der Markt hat wieder gedreht. Wichtig ist immer der Schlusskurs. Das heißt nicht genau die Punktlandung, sondern wie schaut eine Kerze auf dieser Linie aus und wo, in welche Richtung dreht sie. Das ist hier auf jeden Fall zu beachten und das ist natürlich sehr spannend. Und wichtig ist immer, dass wir eine Kerze haben oder zwei Kerzen oder vielleicht drei aufeinanderfolgende Kerzen, die im Endeffekt einen Umkehrstab ergeben. Zum Beispiel in dem, wir haben hier einen roten Umkehrstab. Und den Umkehrstab muss sich nicht immer nur aus einer Kerze ergeben, der kann sich auch aus zwei Kerzen ergeben. Vielleicht findet man irgendwo ein Beispiel. Hier haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel im Gold, darauf komme ich später auch noch, aber nur, dass Sie sehen, wir haben hier eine Long-Umkehrkerze, nur, dass Sie auch verstehen, was ich mit Umkehrkerze auch meine. Wenn wir uns aber zum Beispiel jetzt diese beiden Kerzen hier anschauen, so haben wir einen Eröffnungskurs hier, oder sagen wir so einen, ja, hier war der Eröffnungskurs, hier haben wir das High, das heißt, das ist hier mehr oder weniger die Kerze über diese beiden hinweg. Und diese beiden Kerzen ergeben eigentlich auch einen Umkehrstab. Ist ja nicht immer so, dass das innerhalb einer Periode passieren muss, sondern das ist auch, dass Sie auch sehen, das gibt hier auch die Möglichkeit, dass ein Umkehrstab oder eine Umkehrformation, ich nenne das hier Single Bar Retracement, ist das hier, ein Double Bar Retracement ist das hier. Aber man sieht auch schon, da komme ich später auch noch aufs Gold zu sprechen, genau hier auch wieder dieses Regelwerk. 20er Linie, wo kommt der Schub heraus aus der 20er Linie? Hier der EMA 130, man sieht ja auch das Spiel, 20er Linie, 130er Linie und so weiter. Das heißt, man muss sein Auge natürlich extrem drauf schärfen, um diese Linien auch dann zu verstehen und interpretieren zu können. So, okay. Wie macht man das aber natürlich dann, wenn man jetzt das Regelwerk auch im Handel durchführen möchte? Wir haben ja jetzt natürlich diese Linien eingezeichnet. Man sieht hier, dass wir eine, nehmen wir es hier wieder raus, nähern wir uns, okay, ja. Wir wissen, der Markt ist hier raufgegangen. Zurück, wir haben hier, machen wir den Chart groß, dann ist besser, Moment mal, so. So, okay. Wir sind auf der sind wir auf der Minute jetzt. In die Woche wollen wir. So, okay, gut. So, und da können wir ein bisschen besser zeichnen. Markt ist rauf, ist runter, ist hier am 8er, ist raufgegangen, zurück hier auf die 8er Linie. Wir haben hier eine Umkehrkerze, der Markt ist rauf,
hat sich hier nicht wirklich entscheiden können, ist runter. Und wir haben jetzt hier an der, am Wochenchart hier diese Umkehrkerze in die Long-Richtung. Ist natürlich hier aus, haben wir aus Wochen, aus Wochensicht eine Unterstützung in die Long-Richtung. Nehmen jetzt die Drawings wieder raus. Gehen wir jetzt drüber auf den Tageschart. Und im Tageschart schaut die Sache jetzt natürlich so aus. Da entscheidet sich das Ganze, ob man jetzt einsteigt oder nicht. Aber hier ist der Markt mehr oder weniger schon ziemlich davongelaufen. Wenn man sich das jetzt hier anschaut auf der Woche, haben wir jetzt hier diesen SMA 20 aus der Woche, der sich als Umkehrstab ausgebildet hat. Jetzt ist natürlich hier der Markt schon weiter, um in den Euro-Dollar oder wie auch immer in den Euro-US-Dollar als Spot reinzukommen. Wäre jetzt natürlich dann gut, wenn der Markt hier zurückkommt, in diesem Bereich vielleicht hier eine Umkehrkerze baut, wo wir diese Cluster haben, des Wochen-SMAs, des Tages-EMA 130 und des Tages-SMA 20. Und wenn der Markt hier zurückkorrigiert, deswegen sind auch Korrekturen immer gut, weil grundsätzlich schaut der Euro-Dollar, ja, nichts, das ist jetzt der British, sorry, das ist der British Pound, schaut er ja grundsätzlich relativ gut in die Long-Richtung aus. Aber natürlich, hier einzusteigen macht keinen Sinn. Und das Gute daran ist immer, wenn ich diese Umkehrformationen habe, dann weiß ich auch ganz genau, wo ist der Einstieg und wo ist der Stopp. Ich zeige es Ihnen dann an einem bestimmten Beispiel am Netgas. Ja, man kann das auch als Bullish Engulfing bewerten. Es gibt ja die Candlesticks. Da gibt es ja auch eine Wissenschaft rundherum um die Japanese Candlesticks, Herr Kempinger. Sie haben vollkommen recht. Das sind aber, ich nenne sie hier ganz einfach, weil ich mich nicht wirklich mit dieser genauen Analyse auseinandersetzt. Für mich ist es einfach wichtig und vielleicht auch noch zu erklären, wieso ist das so spannend? Das habe ich auch noch nicht, habe ich auch noch versäumt zu erklären. Wenn man sich jetzt die Wochenkerze nochmal anschaut, machen wir das groß. Man muss sich ganz einfach die Philosophie dahinter überlegen oder das Verhalten. Da fließt ja gerade in eine British Pfund fließt ja Riesengeld hinein. Und was hier natürlich passiert, ist das, dass der Markt hier mehr oder weniger abverkauft wird in diese Richtung. Aber aus irgendeinem Grund wird er plötzlich wieder in sich zurückgekauft. Und das aber noch zusätzlich an einer Marke, die nachweislich immer wieder zu solchen Erholungen, zu solchen Umkehren führt. Und da wird ja plötzlich bricht der Verkaufsfluss ab und das große Geld fließt wieder in die Gegenrichtung hinein. Und zwar, das ist auch eine Sache, die erklärt werden soll. Und zwar, wenn eine Umkehrkerze ist für mich dann interessant, wenn der Rückkauf oder in die Long-Richtung zum Beispiel mindestens 62% vom Open zum Low und dann ein Rückkauf 62% in diese Richtung wieder passiert. Dann ist für mich eine Umkehr ergeben und das spiegelt sich aber auch in den Fibonacci Retracements wieder. Dort haben wir ja auch eine Marke von 61,8% mehr oder weniger, die dort auch angesetzt wird. Und das ist zum Beispiel eine Umkehrkerze, die 100%, mehr als 100% zurückführt, weil der Eröffnungskurs hier liegt. Dann der Markt geht runter, geht über den Eröffnungskurs hinaus. Das heißt, wir haben eine Umkehr von mehr als 100% hier. Und das ist natürlich eine relativ eine starke Umkehr dann. Natürlich kann es ja auch sein, dass der Schlusskurs hier ist. Wenn der Schlusskurs aber zu sehr unter dem SMA liegt, dann ist es für mich nicht relevant, weil natürlich ein Schlusskurs immer über dem SMA natürlich stärker ist. Dann hat der Markt wirklich auf diese Linie auch wirklich reagiert drauf. Man sieht das auch zum Beispiel hier. Wir haben hier eine Umkehrkerze in die Richtung, aber die hat keinen Saft, weil sie nicht über dem SMA wirklich schließt. Und aus diesem Grund ist sie für mich nicht wirklich relevant. Das heißt, es geht wirklich, und ist natürlich eine Abwärtsbewegung dazu noch. Aber hier, wo wir bereits in einer Aufwärtsbewegung sind, hat das natürlich haben solche Umkehrkerzen natürlich ihre absolute Berechtigung. Und man kann sie dann mehr oder weniger auch als Pfeil
sehen, oder? Das heißt, der Markt zeigt eigentlich nach oben und hat natürlich ein größeres Potenzial, in diese Richtung auch weiterzugehen. Das heißt, das ist eine Methode, die ich natürlich anwende und das dann runterbreche auf die unteren Zeiteinheiten. Das obere Bild gibt mir, die obere Zeiteinheit gibt mir das Bild, die untere Zeiteinheit gibt mir mehr oder weniger dann die Entscheidungsrichtung. Macht es Sinn, hier einzusteigen? Und wie ich bereits gesagt habe, ein British Pound macht Sinn, wenn der zurückkommt und hier an diesem Cluster hier eine Umkehrkerze baut. Danach hat man die Möglichkeit, hier in die Long-Richtung einzustellen. Im Moment zeigt mir das nichts, es zeigt mir nur an, dass eigentlich der Markt jetzt hier über diese Linien hinaufgegangen ist und ich dann vielleicht hier später eine Möglichkeit erhalte, hier gut einzusteigen. Okay. Gehen wir auf den Euro-Dollar. So, nehmen wir alles raus hier. Natürlich ein Dollar-Pfund oder ein Pfund-Dollar oder ein Euro-Dollar, die verhalten sich ja grundsätzlich auch relativ ähnlich. Wenn man sich das hier auch anschaut, Umkehrkerze am SMA 20, auch hier auf der Woche, also im Monat, auch hier auf der Woche eine schöne Umkehr am SMA 20. Hier auch gedreht am EMA 130, der Markt geht hier grundsätzlich rauf und man hat hier eigentlich schon eine Aufwärtsbewegung, die natürlich weiterführen könnte. Man muss natürlich Acht geben, es kommt hier der EMA 130 wieder daher, man weiß, das passiert hier, es kommt hier der SMA 200 daher. Das sind aber gut, dass man solche Marken drinnen hat, weil da kann man sich natürlich daraus auch die Targets suchen. Wenn ich nur den Tageschart habe, dann sehe ich genau diese Linien nicht, wo der Markt immer wieder darauf reagieren kann. Auch hier beim Euro-Dollar, man sieht hier, wie der Markt genau auf dem EMA 130 heruntergekommen ist. Er ist hier raufgegangen auf den SMA 20, wenn man es uns besser noch anschaut. Ich zeichne hier mal ein. Geht hier rauf, dreht hier, kommt runter mit dieser Kerze, läuft weiter. Wir haben hier den EMA 130, der Markt reagiert. Wo reagiert er hin? Am SMA 20. Kommt runter hier am SMA 8. Wir reagieren hier wieder am SMA 20. Nicht punktgenau, aber es ist hier in dem Bereich. Und wir setzen hier am Wochen SMA 20 wieder aus. Wir bekommen hier die Umkehrformation wiederum am EMA 130. Wie man sieht, wir haben hier einen Schlusskurs auf dem SMA 20. Der Markt zieht weiter. Jetzt dadurch, dass ich ihn eigentlich, wenn man nicht drinnen ist, wenn man sich diese Umkehrformation, und die ist auch nicht wirklich sehr hundertprozentig sauber zum Einsteigen, jetzt macht es natürlich auch Sinn, hier darauf zu warten, dass der Markt irgendwo korrigiert, wieder auf einem dieser Linie dann eine Umkehrkerze macht, mehr oder weniger, und wenn hier eine Umkehrkerze kommt, dann haben wir natürlich ein großes Potenzial auch, dass der Markt wirklich in diese Richtung weiterläuft. Das heißt, das ist so grundsätzlich das Regelwerk, an das ich mich immer halte. Und das gibt einem natürlich auch eine extrem gute Sicht der Dinge, wenn das immer wieder funktioniert, dass man genau sich an diesen Linien auch wie eine Landkarte mehr oder weniger orientieren kann. Und wenn ich so die Top-Down-Analyse mache, sehe ich mehr oder weniger im Monat, wo steht der Markt, wo hänge ich da gerade, ich sehe es auf der Woche und kann mir dann mehr oder weniger meine Handelsentscheidungen, falls der Markt dann wirklich das auch dort repliziert, was er in den übergeordneten Zeiteinheiten dann vielleicht schon andeutet, hat man natürlich relativ gute Chancen, dass man hier eine richtige Entscheidung treffen kann. Das heißt, Euro-Dollar ist natürlich jetzt extrem raufgezogen, macht im Moment keinen Sinn, hier dem Markt nachzulaufen. Ich zeige es Ihnen auch gleich, wieso. Aus Location Point Sicht macht es keinen wirklichen Sinn. Was man natürlich sagen könnte, ist, dass viele Leute machen auch dieses Trading, dass sie, wie gesagt, diese Ausbrüche auch handeln und zum Beispiel hier sagen, okay, ich habe hier die obere Range, ich habe hier die untere Range
Und wenn der Markt nach oben losgeht oder wenn er nach unten losgeht, dann bin ich mit dabei. Dass das im Location Point Trading effizienter geht, zeige ich Ihnen dann gleich später. Aber nur 6E schaut mir eigentlich im Moment eigentlich relativ bullisch aus. Und man kann sich, man kann danach schauen, dass man gute Einstiegsmöglichkeiten findet. Schauen wir uns denn das Öl an nach dieser Methode. Auch hier haben wir in der Vergangenheit einen relativ starken, probieren wir es mal zu zeichnen auch, Markt ist hier rauf, runter. Wir haben hier den SMA 8. Man hat hier einen, naja, nicht wirklich sauberen Retracement, was aber hier, wenn man sich das hier anschaut, diese Umkehrformation, wir haben hier über dem SMA 8 geschlossen. Das heißt, der Markt ist hier runter, hat korrigiert, ist wieder zurück rauf. Wir haben jetzt hier natürlich den SMA 200, wo die Märkte auch immer wieder drauf reagieren. Ich meine, ich glaube, den SMA 200 kennt man. Das ist natürlich auch sehr oft beschrieben. Wo wir uns jetzt befinden, das sieht man jetzt, der SMA 200 und wir liegen jetzt mehr oder weniger, der Markt ist hier auch shaky, das heißt, wir sind heruntergekommen, es ist eine Umkehrkerze gebaut worden, es ist nochmal eine Umkehrkerze gebaut worden, es ist nochmal eine Umkehrkerze gebaut worden und das zeigt nicht wirklich von Stärke. Das heißt, hier reagiert der Markt hauptsächlich am Monats 200er. Und was man jetzt sieht, wir haben jetzt hier eine Umkehr, die eher in die Short-Richtung deutet. Das heißt, das Monatschart nach dieser Analyse zeigt eher in die Short-Richtung. Schauen wir uns das Wochenchart an und blenden uns den Monats-SMA 200 ein. So, okay, ich mache das Ding wieder zu da. So, das sieht man jetzt auf Wochenbasis, wie der am SMA 200 herumhüpft. Man sieht hier, Markt ist runter, EMA 130, SMA 20, SMA 200 auf Monatsbasis. Das heißt, der Markt drückt hier mehr oder weniger rauf, SMA 20 auf Wochenbasis, runter, rauf und jetzt mehr oder weniger sind wir wieder am SMA 200. Das heißt, es schaut mir eher danach aus, wenn man sich diese Märkte anschaut, dass das Öl in Zukunft nach dieser Methode, nach dieser Analysemethode fallen kann. Wir sind aber noch nicht durch mit der Woche. Wir sind noch nicht durch den SMA 200. Aber das Gesamtbild aus dieser Seitwärtsbewegung heraus schaut mir eher danach aus, dass man hier ein Shortpotenzial hat. Aber natürlich, aber noch keine kein Einstiegssignal, weil mir da die Umkehrformation fehlt, um hier wirklich zu sagen, okay, es macht hier wirklich Sinn, so eine Umkehrformation ähnlich wie hier zu sehen und hier einzusteigen. Der Markt geht ganz einfach hier runter auf Wochenbasis. Hier sind wir auf Tagesbasis und hier sieht man auch, das heißt der SMA 20 auf Wochenbasis. Das ist der Wochen-SMA 20, hier hat der Markt gedreht. Wir haben es runtergegangen, wir sind rauf bis zum SMA 8, SMA 20 auf Tagesbasis. Wir haben hier eine Umkehrkerze. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine Einstiegsmöglichkeit gewesen, wo ich auch eine enge Einstiegssituation habe. Wieso? Das werde ich Ihnen dann gleich am Natural Gas auch zeigen. Damit wir, wo wir gleich in den nächsten Future hineingehen. Das heißt, grundsätzlich ist der CL, ist Öl, wenn jemand short ist im Öl, haben wir hier eine Unterstützung, eine Umkehrmöglichkeit. Ungefähr hat der Markt ein Potenzial, auf die 60 runterzugehen, und zwar auf das äußere Bollinger Band des Monatscharts. Dort drehen die Werte auch sehr oft. Und kommen dann, drehen dann in diesen Bereichen. Wir haben hier den EMA 130, aber das ist hier das äußere Bollinger Band, wo dann die Märkte auch aufdrehen können. Das heißt, grundsätzlich, und das zeige ich Ihnen auch gleich, und das ist sehr schön sichtlich auch am Natural Gas, was hier passiert ist. Wir schauen uns das Natural Gas an.
und sehen hier auf Monatsbasis, wie sich der Markt hier bewegt hat. Wir sehen, und zwar, den habe ich das letzte Mal auch schon gezeigt, wir sind hier am SMA 200, Markt geht rauf, runter, geht rauf, kommt wieder runter, EMA 130, geht rauf. Und jetzt sind wir hier am äußeren Bollinger Band. Es zeigt zwar schon nach unten, aber wir haben hier eine Umkehrkerze bekommen. Das heißt, es ist genau in diesem Bereich, dass der Markt jetzt reagiert. Auch noch dazu zu sehen, ist das, dass wir hier im Climatic Distance extrem weit draußen sind. Das heißt, der Markt ist sehr climatic auf Monatsbasis und birgt natürlich da ein Potenzial, dass er korrigiert und dass er wieder zurückgeht auf den SMA 20. So. Moment. So, okay. Jetzt, wie schauen wir auf Wochenbasis aus? Ich glaube, auf Wochenbasis sieht man im Moment nicht wirklich viel. Wir haben halt hier gedreht. Wir blenden uns jetzt hier mal den SMA, das äußere Bollinger Band auf Monatsbasis ein. So. Und sehen hier diese Reaktion auch. Der Markt ist raufgegangen, SMA 8 reagiert hier kurz. Jetzt wird es natürlich spannend, was passiert jetzt hier. Geht der Markt hier durch den SMA durch, dann hat man ein Potenzial in diese Richtung. Hier auf Wochenbasis ist der Markt eigentlich noch unentschieden und ich traue mir hier keine Aussage zu treffen. Das ist neutral. Hier hat der Markt auf Wochenbasis die Möglichkeit, in beide Richtungen wegzugehen. Wir sind hier außen am Monatsbollinger Band angestoßen. Das erste Mal, der Markt hat reagiert auch darauf, ist hier runtergekommen. Aber jetzt schauen wir uns noch den Tag an. Und hier sieht man auch wieder, ich blende hier jetzt auch das Monatsbollinger ein. Da sieht man genau, wie der Markt hier punktgenau auch auf Tagesbasis hier drauf reagiert hat. So, den habe ich den letzten Mal auch schon am Schirm gehabt. Der Markt ist raufgegangen. Da kann man natürlich nicht sehr viel machen. Aber was ich schon gesagt habe, wenn der Markt hier runterkommt und hier unten irgendwo in dem Bereich eine Umkehr baut, dann könnte es interessant werden. Und genau, wenn man sich das jetzt hier anschaut, sind wir hier in einer relativ spannenden Situation. Der Markt ist rauf, kommt runter, wir haben hier diese Kerze und hat natürlich hier eine Entscheidungsmöglichkeit und zwar ist das auch ein Pattern, dass ich mehr oder weniger Trampolin-Pattern nenne. Es ist das, der Markt hüpft runter, er kommt rauf, er springt runter und wie von einem Trampolin passiert es sehr oft, dass dann in diesem Bereich auch der Markt nach oben weitergehen kann. Ich kann mir das hier auf dieser Kerze SMA 20 grundsätzlich habe ich hier eine Entscheidungsmöglichkeit. Heißt aber noch nichts, weil der Markt muss natürlich auch darauf reagieren. Im Moment, die heutige Kerze zeigt ein bisschen unten, aber wir sind ja auch hier am SMA 8, der grundsätzlich, und hier ist der SMA 20 auf Tagesbasis, das heißt, wir haben hier natürlich immer auch den SMA 8, auf den natürlich der Markt auch immer wieder reagiert. Was kann man hier aber machen in dem Moment? Und das ist genau auch eine extrem spannende Sache. Und dort fängt das Location Point Trading dann wirklich spannend, mehr oder weniger. Bitte achten Sie nicht auf die Zahlen. Ich habe die jetzt mal absichtlich eingeblendet lassen, weil das ist natürlich dieser Markt, der ist extrem teuer. Was hat man hier für Möglichkeiten, um in so einen Markt reinzukommen, wenn man sagt, man möchte entweder in die Long- oder in die Short-Richtung gehen und man achtet nicht auf einzelne Kerzen? Hier hätte man die Möglichkeit, dass man sagt, okay, entweder wenn der Markt hier oben drüber geht oder wenn er hier drunter geht, dann möchte ich dabei sein. Nehmen wir mal an, wir entscheiden uns, dass wir genau das so machen, wenn wir sagen, ich möchte eigentlich in die Long-Richtung handeln und setze hier meinen Einstieg. Und ich möchte hier in die Short-Richtung handeln
und setze hier meinen Stop. Das wird natürlich mit einem Futures, das zu machen, ist natürlich eine Sache, die ist, ja, wie man sieht, kann sehr teuer sein und da braucht man natürlich auch das richtige Konto. Aber nur, dass Sie es mal bildlich auch sehen, was genau so eine Kerze bewirken kann, wenn man hier wirklich in der richtigen Richtung dann auch nach diesem Regelwerk auch dabei ist. Ich habe hier ein Risiko von 11.000 US-Dollar, wenn ich hier einsteige und hier meinen Stopp setze. Wo soll ich sonst machen? Ich könnte mir vielleicht sagen, okay, ich lege mir den Stopp hier rauf, wenn ich hier oben rauf gehe, weil hier haben wir ein Lower Low. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ist immer aber noch relativ hoch, das Risiko, dass man hier eingeht, wenn der Markt hier durchgeht und ich weiß aber auch nicht wirklich, wie den Stopp hinterherziehen muss. Im Location Point Trading macht man so. Und natürlich können Sie jetzt das Ganze auch, Sie müssen das eigentlich mit einem Futures handeln, sondern Sie können das ja natürlich mit einem CFD handeln, der leistbar ist. FX Flat bietet ja die Möglichkeiten dazu. Und jetzt sieht man hier schon, dass hier zwar, das legt man den Einstieg hierher, Stopp hier, und man aber, so verringert sich das Risiko extrem von 11.000 unten auf 2.600 oder sind's dann umgerechnet durch einen Faktor 100 oder durch einen Faktor 10, wie auch immer, je nachdem, was man handelt. Und wenn ich hier über dieser Kerze hier einsteige und hier den Stopp setze, weil wenn diese Umkehrformation hier nicht zutrifft, dann hat sie nicht zugetroffen, oder? Dann bin ich natürlich draußen, dann werde ich ausgestoppt. Nur das Location Point Trading gibt einem die Möglichkeit dann, aufgrund dieser Möglichkeiten, wo man sieht, wo die Märkte dann auch wirklich das Potenzial haben, auch hinzugehen, relativ eng einzusteigen mit einem überschaubaren Risiko, wenn der Markt gegen mich geht, dann bin ich draußen. Wenn der Markt aber weitergeht und meine Richtung, dann habe ich die Möglichkeit, natürlich hier ein relativ großes Gewinnpotenzial auch einzufahren und bin aber mit einem relativ überschaubaren Risiko reingekommen. Das ist auch eine der Ansätze des Location Point Trading, wieso dass es auch wirklich Sinn macht, dass man an solchen Punkten auch einsteigt, weil es ja immer wieder oder immer wieder, weil es sehr oft natürlich, weil es hier nachvollziehbare Patterns gibt, und man, wenn man in der richtigen Richtung ist, dann natürlich das Risiko relativ stark begrenzen kann, man einen ganz klaren Stopp hat, weil der Einstieg ist über der Umkehrkerze, der Umkehrformation, der Ausstieg ist unten oder leicht darunter, unter dem Umkehrpattern. So kann man sich die Einstiege und die Stops relativ gut dann herrichten, so wie man es, wenn das Pattern nicht aufgeht, wenn diese Umkehrformation nicht funktioniert, dann bin ich aus dem Trade draußen und ich warte auf die nächste Position. Wie gesagt, nehmen Sie jetzt diese großen US-Dollar-Zahlen nicht ernst. Das ist halt der Futures, der so schwergewichtig ist. Die handelt man normalerweise nicht und die CFDs sind ja auf jeden Fall überschaubar und leistbar. Okay, aber hier, wie gesagt, auch der Natural Gas hat hier, wenn der Markt hier dreht, wieder zurück rauf geht, hat man hier eine Chance, dass er zumindest an diese Linien, schauen wir es uns nochmal an, auf Monatsbasis hier auch wieder zurückkommen könnte. Zum Beispiel hier haben wir oben den, und da liegt auch jetzt zum Beispiel das Target, den EMA 130, den SMA 200, wo der Markt eine Korrekturpotenzial in diese Richtung zumindest hat. Muss bei weitem nicht heißen, dass es natürlich raufgeht, aber man kann natürlich auf Tagesbasis hier einen Swing hier in diese Richtung auch riskieren, wenn man natürlich, wenn sich der Markt in diese Richtung hin hier an dieser Stelle hier weiterentwickelt. Okay, schauen wir uns noch kurz das Gold an. Wenn Sie eine Frage hätten zu einem bestimmten Wert, den Sie nach dieser Location Point Analyse analysiert haben möchten, bitte schreiben Sie einfach rein und ich werde dann versuchen, darauf eine Analyse zu machen. Okay, gut. So, jetzt Gold.
Schauen wir uns Gold an. Der Markt ist sehr spannend, weil er sehr gut nach dieser Location Point Methode auch funktioniert. Das heißt, hier sieht man auf Tagesbasis, der Markt ist herunter, hat hier sein Low. Das war auch ein Triple Bottom, mehr oder weniger, den er hier gemacht hat. Hier, aber grundsätzlich diese Kerze, das ist genau die spannende Kerze gewesen, die hier mehr oder weniger diese Umkehr aufsetzen auf dem äußeren Bollinger Band und jetzt ist es in diese Richtung weitergegangen. Man sieht hier die 130er Linie, wo diese Umkehrkerze hier herausgekommen ist. Wir sehen hier mehr oder weniger, wie der Markt hier am SMA 20 hinterher schleicht. Wir sehen hier am SMA 8, wer dort hinschleicht. Man sieht hier, dass wir hier am äußeren Bollinger Band sind, wo der Markt wieder darauf reagiert hat. Wir sehen hier, und zwar ist das hier, nur um das zu sehen, äußeres Bollinger Band, ist das äußere Monats Bollinger Band. Das heißt, der Markt, wie man hier sieht, ist hier raufgegangen und dreht hier am äußeren Monats Bollinger Band. Wenn man diese Linie im Tageschart drinnen hat, dann übersieht man das nicht. Das heißt, oder ich kann es mir zumindest kurzfristig einblenden und ich kann mir Märkte nach dieser Methode relativ gut analysieren, dass ich einfach sage, okay, ich schaue mir mal an, wenn ich jetzt hier bin, blendet man das alles aus und ich möchte hier eine Einstiegsentscheidung treffen. Na, komm her. So, möchte hier eine Einstiegsentscheidung treffen. Und ich blende mir das Bollinger Band ein, hier das Monats-Bollinger Band. So sehe ich hier, okay, das ist zwar ein gutes Signal, der Markt geht hier weiter, aber ich habe hier einen riesen Widerstand. Aus dem Monatschart heraus. Und ich habe natürlich hier großes Potenzial, dass der Markt auf Tagesbasis hier wieder dreht. Und das ist natürlich sehr oft, dass man sagt, okay, wow, super, ich bin in so einem Lauf drinnen, oder? Und plötzlich, ich steige immer zum falschen Zeitpunkt ein. Der Markt läuft, der muss ja weiterlaufen. Und plötzlich dreht das Ding hier, oder? An einer bestimmten Stelle. Und man weiß nicht, wieso. Wenn man sich aber diese Methoden reinlegt, diese Linien reinlegt und man weiß, hier passiert immer was, dann kann ich an dieser Stelle sagen, das macht keinen Sinn mehr. Ich muss damit rechnen, dass vielleicht der Markt noch kurz raufgeht, aber irgendwo in diesem Bereich wird der Markt hier wieder runtergehen, weil die Bollinger Bänder, die dehnen sich dann nicht rasch genug, auch in diese Richtung. Oder ich mache vielleicht hier einen kurzen Sprung hinauf, im gleichen Moment dreht das Ding aber wieder um und geht dann in die Gegenrichtung los. Und deswegen sieht man das hier relativ gut. Anhand dieser Linien macht es Sinn, bin ich weit von Widerständen auf Location Point Basis entfernt, habe ich hier noch eine Chance, dass der Markt noch weitergeht, habe ich hier noch eine Chance oder habe ich hier noch eine Chance? Und genau hier kommen wir genau in diese Richtung, wo man sagt, besser Finger davon lassen, weil ich bin hier an einer Stelle im Markt angelangt, wo ich einerseits climatic bin, wie man hier sieht, weit draußen bin, schon die längste Zeit, okay, der Markt hat sich zwar hier wieder angenähert durch diese Korrektur hier, das ist schon klar, aber ich bin hier ganz einfach an einem Marke im Monatschart, da lässt man die Finger davon. Das ist jetzt hier Gold. Was hat der Markt gemacht? Er ist runtergekommen hier. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt schon, wird spannend. Weil wir hier mehr oder weniger ein Doppelhoch haben, Markt runtergegangen. Wir haben hier im äußeren Bollinger Band reagiert und wir sind auch hier auf Monatsbasis auf den SMA 20 herunter. Jetzt scheint es aber, dass der Markt doch so viel Saft hat, dass er hier gedreht hat und nach oben hier wegzieht. Das heißt, es im Moment, diese Kerze ist doch stark. Diese Umkehrformation hier am äußeren Bollinger Band dürfte nicht sicher, aber könnte leicht sein, dass die negiert wird. Wir sind in einem neutralen Bereich. Wir sind nicht climatic. Das heißt, der Markt ist auch, geht auch hier seit langer Zeit in die Querrichtung und könnte hier eine Möglichkeit haben. Wir sind hier auch unten raus aus den unteren Bollinger Bändern. Zwar nicht wirklich mit einer sauberen Umkehrformation, dadurch, dass die Bollinger Bänder nach unten weggedriftet sind,
aber doch hier aus dem Bereich rausgekommen, rauf, runter, und es gibt hier doch ein Potenzial, dass der Markt hier nach oben weitergeht, wenn natürlich hier der Markt oben hier rausgeht, dieses Hoch hier nimmt mehr oder weniger, dann hat man wirklich eine Chance, dass der Markt nach oben hier weiter marschiert im Gold. Wie schaut es auf Wochenbasis aus? So, man sieht hier auch wieder Wochenbasis, der Markt ist aus den unteren Bollinger Banden heraus. Natürlich jetzt, wir sind hier im Monats-Bollinger Band, wo man sieht, wie der Markt gedreht hat. Wir sind hier auf Wochenbasis am SMA 20. Der Markt zieht nach oben los. Wir haben hier eine sehr schöne Umkehrformation. Auch hier haben wir den SMA 20 aus dem Monat, den wir hier sehen. Hilft uns noch nicht weiter. Wir müssen uns den Tag anschauen. Und der Tag zeigt uns folgende Konstellation. Man sieht hier wieder die Linien. Der Markt geht hier, ist hier rauf. Das heißt, hier irgendwo reinzuspringen macht keinen Sinn. Man muss hier wieder warten, dass hier eine Korrektur irgendwo entsteht in diesem Bereich, eine Umkehrformation entsteht. Wenn hier an dieser Stelle oder ein bisschen weiter oben hier eine Umkehrformation entsteht, dann hätte man eine frühzeitige Indikation, dass der Markt hier wirklich in diese Richtung auch weiter marschieren kann. Das heißt, in dem Fall immer darauf warten, nicht nachspringen, reinhüpfen. Entweder man erwischt ihn hier unten, auch schon aus Gründen der Risiko. Verwaltung und das Risiko, der Risikovermeidung, dass ich wirklich einen engen Einstieg irgendwo habe, oder man wartet danach, wenn der Markt weitergezogen ist, dass er in eine Korrektur geht und hier an einer Stelle wieder, an einer der Location Points auf Monats-, auf Wochenbasis oder auch schön auf Tagesbasis hier eine Umkehrformation in diese Richtung zeigt, eine saubere, und dann hat der Markt hier die Möglichkeit weiterzugehen. Das heißt, im Moment sehe ich im Gold auch nicht wirklich einen Handlungsbedarf, abwarten und schauen, wie sich hier das Gold weiterentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall diese Bewegung, die hier losgegangen ist in diese Richtung, die hat schon Saft, die hat schon wirklich Kraft. Man sieht es auch am Volumen, was hier die letzten Tage passiert ist auch. Das heißt, da ist schon wirklich Volumen reingeflossen, dass das Gold wirklich in die Long-Richtung gehen kann. Das heißt, ja, das ist eigentlich das höchste Volumen, das hier seit Langem eigentlich erreicht worden ist. Starkes Zeichen in die Long-Richtung, muss man sagen. Ja, okay. Schauen wir uns den Bitcoin noch kurz an. Der ist ja auch immer spannend. Bitcoin-Tagesbasis, da sieht man schon, wo der Markt wieder reagiert hat. Interessante Sache. Monat. Man muss natürlich sagen, der Bitcoin hat noch keine lange Historie. Das ist relativ schwierig. Bitcoin hat sich auch seitdem verhält er sich nach dem Regelnzeit, seit eigentlich der Futures eingeführt worden ist und die Institutionellen hier auch wirklich drinnen sind. Und das dürfte schon, also wenn man sich dieses Regelwerk auch anschaut, dann muss man ganz einfach erkennen, dass hier nicht, dass die Linien ausschlaggebend sind, sondern das Geld dahinter ausschlaggebend ist und dass das doch der eine oder andere genau auf solche Punkte auch schaut, wieso fällt der Bitcoin bis zum äußeren Bollinger Band und geht dann und schwächt hier ab und geht dann in die Seite und so weiter. Also da kann man sich schon darauf verlassen, weil auch hier die Frage aufgetreten ist, wie verlässlich ist diese Strategie. Das kann man sich selber an den Charts anschauen, wenn man einfach diese Regeln, die ich jetzt kurz erkläre, ganz einfach versucht nachzuvollziehen und Gemeinsamkeiten zu finden. Dann findet man auch die Verlässlichkeit dieser Strategie. Und ich würde sie hier nicht vortragen, wenn das nicht wirklich approved wäre. Was natürlich extrem wichtig ist für das Ganze, ich habe das auch nicht in einem oder zwei oder drei Tagen verstanden, sondern ich habe Monate, Jahre lang auf den Chart geschaut, bis mir das wirklich so klar geworden ist, dass hier dieses Regelwerk ganz einfach immer wieder nachvollziehbar funktioniert und egal in welcher Asset-Klasse, in welcher Zeiteinheit. Oder in den beschriebenen Zeiteinheiten. Das heißt, Bitcoin runtergekommen, SMA 20, wie man hier sieht. Wir haben hier die Auswirkungen wieder am SMA 20. Der Markt geht runter. Äußeres, wie gesagt, Monatsbasis. Wir sind hier am Monat. Der Markt geht in die Seite.
Laut dem haben wir hier grundsätzlich den SMA 20, der herunterkommt. Das heißt, das ist nochmal, könnte jetzt ein Ziel sein. Er zeigt doch relativ Stärke jetzt, der Bitcoin in diese Richtung. Das heißt, man kann sich hier, wenn man sich irgendwo orientiert, könnte man sich hier am Monat an der SMA 20 Linie orientieren, dass es hier zumindest wieder drehen könnte oder zumindest holprig werden könnte in die Long-Richtung, wenn es hier weitergeht. Schauen wir uns die Woche an. Ja, Wochen SMA 20, das heißt, man ist ja, man muss natürlich immer die Kombination aus dem Monat hier sehen, aber wir sind hier am SMA 200 gescheitert, zurück am SMA 20, der Markt geht hier rauf, wir haben hier oben den EMA 130, wäre schon gut, wenn man hier ein klares Zeichen drüber bekommen würde, in die Long-Richtung. Wie gesagt, hier könnte es shaky werden, weil wir hier einen Cluster haben, einen Location Point Cluster, der hier sich doch auswirken könnte, dass der Markt wieder nach unten wegdriftet. Aber grundsätzlich schaut, wenn man sich jetzt hier den Monats-SMA 20 reinholt, dann sieht man, was man hier, wo der Monats-SMA 20 ist, wo halt die nächste stärkere Widerstandslinie kommt. In Bitcoin, das ist auf Wochenbasis jetzt und schaut man sich das Ganze jetzt noch auf Tagesbasis an. So sieht man, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder was? Moment mal, Reload. Ja, es ist so, der hat anscheinend hier extrem gegappt. Markt ist runter, hat hier am SMA 20 am Monat, ich glaube, das ist die Monatslinie, dann werden wir mal schauen. Wochen. Ah, die Wochenlinie ist das, ja. Genau hier gedreht und hat einen Sprung nach oben gemacht. Ja, das auch zur Verlässlichkeit des Systems. Das kann man sich immer wieder sieht man an diesen Linien hier diese Umkehrkerzen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und wie gesagt, die Verlässlichkeit des Systems ist genau dort gegeben, weil das ist keine Strategie in dem Sinn, sondern ist eine Marktbeobachtung, wo man dann bestimmte Einstiegssignale bekommt. Und das ist ganz einfach die konsequente Einhaltung dieser Regeln und wie man einfach sich hier dieses Regelwerk dann nicht genau einhält, oder? Man sieht, es passiert immer an diesen Punkten etwas oder sehr oft an diesen Punkten etwas und danach kann man sich natürlich relativ gut richten, ob man jetzt, in welche Richtung man Einstiegssignale nimmt, beziehungsweise auch dazu heranzieht, ob man, wie die Marktrichtung des jeweiligen Wertes ist, beziehungsweise wo man dann aber auch Hürden sieht in die Richtung, in die man gerade handelt. Weil nachdem ich natürlich die Möglichkeit habe, mir hier auch diese Werte, hier diese Linien hier einzublenden aus den übergeordneten Zeiteinheiten, kann man sich natürlich Ziele suchen aus diesen Linien heraus, beziehungsweise kann ich mir erahnen, macht es jetzt, wenn der Markt hier oben ist, macht es hier Sinn, noch einzusteigen, weil ich stehe eigentlich kurz vor einer dieser Linien und hier könnte der Markt drehen, beziehungsweise er könnte shaky werden und ich weiß dann nicht genau, wo ich meine Stops oder meine Ziele setzen soll. Also das ist hier so grundsätzlich die Herangehensweise und wenn man sich den Bitcoin hier anschaut, so würde man doch eher sehen, wenn man sich das sieht, dass der zumindest eine Chance hat, in die Long-Richtung hier weiter zu marschieren, bis zu einer bestimmten Marke, die hier oben in die Richtung, wo sind wir, 33.000 irgendwo gehen könnte. Nichts ist garantiert. Alles ist eine Sache des Trade-Managements, des Stop-Managements auch. Wo geht man am besten rein? Wo zieht man dann wieder die Reißleine, dass man aus dem Markt herauskommt und Gewinne realisiert, aber auch zu richtigen Zeitpunkten realisiert. Wie gesagt, das ist hier das Gute am Location Point Trading. Man hat hier Linien, an denen man sich orientieren kann, wo man sieht, wie ist äh, die
Zielsetzung bzw. gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich schaue jetzt gerade nach. Ich möchte wieder nachfragen, ob mit einer Signalstellung einer gezeichneten Trennlinie zu rechnen ist. Moment mal. An einer gezeichneten Trendlinie, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie Sie das meinen. Sie meinen an der übergeordneten Zeiteinheit. Im aktuellen Chart. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil eigentlich werden die Signale an diesen Linien gezeichnet. Schauen wir uns mal das hier an. Ich sehe hier ein Signal zum Beispiel. Und dann sehe ich, dass sie an diesen Linien gezeichnet werden. Oder man sieht hier eine enge Einstiegskerze, die hier in die Long-Richtung deutet und dort auch gezeichnet werden. Jetzt. Wir haben auch hier ein Signal bekommen, das ist aber, das geht eher nicht wirklich hinauf, sondern es geht in die Seitwärtsrichtung. Wir haben hier ein Signal, das geht nach oben hin. Wir haben hier ein Signal. Dann sieht man, wie der Markt hier nach unten geht. Also das ist hier die Analyse auf dem Tageschart. Es passiert eigentlich auf diesen Linien. Ja. Wenn Sie vielleicht ganz. Jetzt weiß ich schon. Das Location Point auf einer gezeichneten Linie. Okay. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Ist eigentlich, ja, Herr Roscher, eigentlich reagiert das Location Point System auf diesen SMAs, auf diesen Linien. Ich würde ganz einfach sagen, schreiben Sie Ihr Anliegen an den Support, dann schaue ich es mir mal an, weil dann verstehe ich es wahrscheinlich besser. Wenn Sie an den Support ganz einfach eine Zeichnung machen, wo Sie ein Signal sehen möchten im Location Point Add-on, dann kann ich darauf auch reagieren. Dann gebe ich Ihnen eine Antwort. Machen wir so. Gut, okay. Wir sind eigentlich schon eine gute Stunde im Erklären. Gibt es irgendwelche Werte, die Sie erklärt haben möchten? Wo ich eine kurze Analyse dazu geben sollte, möchte. Okay. Gut. Okay. Dann schauen wir mal, dann machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Oder vielleicht schauen wir noch ganz kurz. Nein, ich glaube, wir haben so ziemlich die wichtigsten Werte durch, die ich zeigen wollte. Ich werde mich dann nächste Woche oder das nächste Mal eher auf ein paar Aktien konzentrieren. Jetzt mal zum Einschwingen war das eher auf die Futures-Märkte, auf die Indizes, wenn man es hier mal herzeigt. Das nächste Mal werden Aktien besprochen, die auch nach dieser Methode natürlich funktionieren. Gut, okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja heute auch hier bei FX Flat unter Traders Yard. Das, was Sie hier sehen, ist ja nicht der China Trader, sondern ist der Traders Yard X. Auf diese Software, die wir ja jetzt im Retail-Bereich auch anbieten. Und hier möchte ich nur kurz darauf hinweisen, wo Sie sich diese TraderCert X Plattform auch runterladen können. Das heißt, wenn Sie hier auf x.traderCert.com gehen oder Sie gehen im Moment mal, wo sind wir auf
Traders Yard direkt. Klicken Sie hier drauf auf diese Kachel, dann kommen Sie auch auf unsere, auf die Webseite und Sie können dort die, den Traders Yard X runterladen. Mit den Add-ons, weil hier auch die Frage gekommen ist, können Sie hier natürlich drauf gehen und können sich hier das Location Point ja anschauen, was es kann. Das heißt, grundsätzlich haben wir hier unterschiedliche Möglichkeiten, dass Sie, es gibt das Location Point Leiten, es gibt das Location Point Professional, dass Sie sich mieten können. Sie können hier, das sehe ich gerade, da ist das Location Point Light gar nicht drauf. Das ist neu bei uns. Okay, das Location Point Light wird hier auch noch gelistet werden. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was wir da Miete verlangt dafür haben. Es ist alles relativ neu noch im Moment. Werden wir hier mit drauf nehmen, aber grundsätzlich das Location Point Professional kostet 69. Ich würde aber eher raten, das Location Point Light Package zu nehmen für den Anfang. Dort sind hauptsächlich diese Reversals drinnen, die wir hier auch besprochen haben. Und zwar, dass man nochmal drauf schaut auf die diese Umkehrformationen, die Umkehr auf der 200er Linie, die Umkehr auf der 130er Linie und die Umkehr auf den, aus den äußeren Bollinger Bändern, das finden Sie im Location Point Light Package. Und die, das Location Point, das Professional, das hat dann auch sehr viel noch dabei. Wie reagiert der Markt auf dem SMA 20? Wie reagiert der Markt am SMA 8 und so weiter? Das heißt, es ist mit der erweiterten Funktionalitäten noch versehen, aber ich sage mal so zum Einstimmen, das sind so die am besten erkennbaren Signale bekommt man eigentlich schon mit dem Location Point Light Package. Schau jetzt mal rüber, einen kleinen Moment. Damit ich Ihnen eine Preisvorstellung geben kann. Das werden wir natürlich jetzt gleich nachholen, dass auch das Location Point Light Package mit drinnen ist. Das Location Point Light kostet im Monat 39 Euro. Ja, okay, gut. Wird gleich gelistet werden am Shop. Hier noch auch für FX Flat Kunden, was wir natürlich auch hier machen. Wir haben ja eine sehr enge Kooperation mit FX Flat hier auch in diese Richtung. Sie können, wenn Sie bei FX Flat handeln, anfangen möchten, hier ein Konto erstellen, ein Konto eröffnen. Und sobald Sie das Konto eröffnet haben, geben Sie uns Bescheid. Gehen Sie hier auf diese Webseite auch von FX Flat aus Traders Yard heraus. Sie fragen Sie um einen Gutscheincode an. Und über diesen Gutscheincode bekommen Sie den Traders Yard X in der Standardausführung for free und hat ungefähr einen Gegenwert von 30 Euro. Und Sie können darüber, das ist so ähnlich wie die Mercury früher im Agena Trader war, ist jetzt auch die Traders Yard X Standard Plattform, können Sie hier anfordern. Sie geben dann hier, wenn Sie hier den Gutscheincode anfordern, Ihr Konto ein. Und wir werden das Konto verifizieren dann mit FX Flat und dann erhalten Sie den Gutscheincode und können dann den Traders Yard X hier mehr oder weniger kostenlos in der Standardversion verwenden. Es gibt natürlich mehrere Ausprägungen des Traders Yard X. Können wir kurz draufschauen. Shop, Traders Yard. Das heißt grundsätzlich diese Version und da kommen dann noch zur, kostet grundsätzlich 19 Euro, aber hier bekommen Sie dann noch einige Features dazu, dass man auf den Gegenwert von circa 30 Euro kommt mit dem Gutscheincode.
Dann gibt es eben die Premium-Version, das ist ungefähr so die Neptun-Version, das hat China Traders in der Vergangenheit. Das ist ungefähr die Andromeda-Version und das ist die komplette Version. Da bekommen Sie wirklich alles, was im China Trader an Add-ons, Seasonality, COT-Report, Location Point und so weiter. Das würde halt dann die volle Version im Monat sein, wo alle Add-ons, das Volumen-Package und so weiter komplett inkludiert ist. Aber grundsätzlich, wenn Sie denn einen Vergleich zum China Trader bisher haben wollen, das ist die Standard, ist ungefähr die Mercury-Version, das ist die Neptun und das ist die Andromeda-Version, die wir bis jetzt hatten. Kommen Sie natürlich über TradersHERE drauf auf diesen Shop und können sich diese Features hier oder diese Packages hier buchen. Ja, wie gesagt, draufgehen auf TradersYard. Hier haben wir können Sie die Plattform runterladen, können einen Monat damit herumspielen, kostenlos in der vollen Ausprägung, in der vollen Funktionalität und können sich dann den TradersYard X hier über diese Webseite dann auch über den Shop dann auch mieten, beziehungsweise auch Features, Add-ons und so weiter auch dazu bestellen. Okay, Sie haben den Agina Trader, Herr Kempinger. Sie können, da würde ich Sie, wenn Sie, gibt es Unterschiede zwischen dem Agina Trader und dem Traders Yard? Grundsätzlich ist es dieselbe Technologie. Wir haben es nur so gemacht, bis jetzt haben wir mit dem Agina Trader immer diese vollen Versionen gehabt. Das ist die Mercury, dann die nächste war die Neptun und dann hat es die Andromeda gegeben. Der große Vorteil im TradersYard X liegt darin, dass Sie sich zum Beispiel eine Standardversion nehmen können. Gehen wir hier drauf. Und sich dann aber, Sie sehen hier die unterschiedlichen Funktionalitäten, die wir drinnen haben. Sie können natürlich den TradersYard X auch in einer bestimmten Ausprägung for free verwenden. Sie sehen hier mehr oder weniger, was hier jeweils in der jeweiligen Version drinnen ist. Das Coole daran ist aber das, dass wenn Sie sich zum Beispiel die Standardversion nehmen und bis jetzt, wenn Sie Funktionalitäten aus der Andromeda-Version haben wollten, dann mussten Sie immer die Andromeda-Version buchen. Jetzt sagen wir so, nehmen Sie sich die Standardversion und wenn ein bestimmtes Feature wie zum Beispiel der Fundamental Screener in der Standardversion nicht drinnen ist, dann können Sie genau dieses Feature dazu buchen. Beziehungsweise, wenn Sie jetzt den Setup Builder oder den Signal Builder dazu buchen müssten, der ja eigentlich in der Standardversion nicht drinnen ist, dann können Sie genau dieses Feature hier einzeln dazu buchen. Das heißt, das ist eigentlich der große Vorteil jetzt auch vom TradersYard X, dass Sie nicht immer auf die hohen Versionen raufgehen müssen, sondern dass Sie aus einer reduzierten Version, aus einer Standardversion Features bekommen können, die eigentlich in den hohen Versionen früher vorhanden waren. Ja, also das heißt, wenn Sie den TradersYard X haben, gibt es dafür auch die ganzen Add-ons, die früher für den Agina Trader auch vorhanden waren. Und Herr Kempinger, Sie haben die Andromeda-Version und da haben wir gesagt, dass die User, die den Agina Trader haben, weiter auch sich die Komponenten dazu buchen können, dazu kaufen können, die für den Agina Trader funktioniert haben. Das heißt, Sie müssen nicht umsteigen auf den TradersYard X, sondern Sie sind nach wie vor auf dem Agina Trader und mit den Agina Trader AGBs mehr oder weniger haben Sie den Agina Trader. Das heißt, wenn Sie ein Location Point Package haben möchten, dann können Sie sich zur Andromeda noch dazu kaufen nach den Bedingungen des Agina Traders.
Für neue User haben wir den Traders Yard X und dort gibt es dann alles das, was ich gerade auch besprochen habe. Das heißt, man kann sich hier die Features und die Add-ons dann mehr oder weniger einzeln dazu buchen auf Basis des Traders Yard X. Wir haben aber jetzt keine im Traders Yard X keine Kauflizenzen mehr, sondern wir haben einfach alles auf Mietlizenzen aufgebaut. Ah, okay, dann ja, Sie haben auch in Comeo, ja, Sie haben dann natürlich auch, wenn Sie den Agina Trader schon haben, dann läuft natürlich alles gleich weiter wie beim Agina Trader. Neue Kunden bekommen dann den Trader Cert X. Ist auch aus dem Grund, weil wir mit über Agina Trader auch in die B2B-Schiene gehen. Wir sind ja Bloomberg zertifiziert worden mit dem Agina Trader und wir werden hauptsächlich mit dem Agina Trader Features entwickeln, die im Asset Management Bereich dann notwendig sind, die nicht wirklich unbedingt Sinn machen, Portfolio Analysen und so weiter, die es in Zukunft im Agina Trader geben wird, die ja nicht wirklich im Retail Trading auch wirklich so vonnöten sind. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir hier beide Schienen aufmachen. Das heißt, Agina Trader dort wird weiterentwickelt in die Richtung B2B, Single Family Office, Multifamily Office, Asset Manager und so weiter. Und der Traders Yard und Traders Yard X geht in die B2C Schiene, das heißt in die Retail Trading Schiene. Gut, okay, ja, dann wären wir durch, glaube ich. Ich glaube, ich habe so alles erklärt, was es zu sagen gibt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie Märkte analysieren. Ich habe natürlich jetzt nicht versucht, hier Werte wirklich rauszusagen, okay, kaufen oder verkaufen, sondern einfach den Ansatz Ihnen zu zeigen, wie können Sie in Zukunft hier die Märkte sich genauer anschauen, analysieren, was macht Sinn. Und ich glaube, da ist die Location Point Methode eine sehr gute Methode, um sich ein Bild eines Marktes zu machen und nicht in irgendwelche Fallen zu treten, die man eigentlich vermeiden könnte, um Einstiege richtig zu wählen, aber auch Ausstiege zu finden. Nelson, hast du noch etwas anzufügen? Nee, ich habe auch geguckt, ob alle Fragen beantwortet sind. Denke ich aber auch, dass du sie alle berücksichtigt hast. Sollte doch eine Frage untergegangen sein, dann gerne auch eine E-Mail an uns. Wir leiten das dann gerne weiter. Ansonsten waren ja auch viele Informationen heute wieder. Vielen Dank dafür, Gilbert. Und Aufzeichnung auch vom letzten Mal. Das sind wir auch noch schuldig. Wird aber jetzt wirklich demnächst dann zur Verfügung stehen, auch vom heutigen Webinar, so dass Sie dann entsprechend beide Webinare noch nacharbeiten können. Und der nächste Termin steht ja auch schon fest, 25. April. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann entsprechend wieder dabei sind. Und bis dahin noch eine erfolgreiche Woche, einen schönen Abend. Und Gilbert, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, Nelson, vielen Dank auch nochmals für die Einladung, für die Möglichkeit hier das zu präsentieren. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für das Aushalten und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Informationen geben. Ja, und freue mich dann auf weitere Termine zusammen mit FX Flat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.